So, Dille, ich würde sagen, herzlich willkommen zum Digi-Snack. Heute am, was haben wir, 16. März. Wir haben heute ausgewählt das Thema, welche Kompetenzen braucht ein Projektmanager, eine Projektmanagerin, um erfolgreich zu sein in ihrem Business. Noch ein, zwei organisatorische Themen. Mikros möglichst stumm schalten. Wenn irgendwelche Fragen sind, per Chat während des Referats. Das Webinar wird aufgezeichnet, wie eben schon gesagt, und im Anschluss verteilt. Chats, Teilnehmerlisten werden dabei selbstverständlich verborgen. Und es gibt einen Download-Link zur Präsentation im Nachgang. Also es muss nicht akribisch mitgeschnitten werden oder geschrieben werden. Ja, und das soll es von meiner Seite an der Stelle eigentlich auch schon gewesen sein. Martin, ich würde meine Freigabe stoppen und an dich übergeben und wünsche allen einen angenehmen Digi-Snack. Viel Spaß. Tschüss. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Babsi. Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, dass ich heute etwas vorstellen darf. Ich gebe mal meinen Bildschirm jetzt frei. Babsi hat das Thema schon angesprochen. Ich würde ganz gern in den nächsten 30, 40 Minuten über Kompetenzen für Projektmanager reden. Wie gesagt, Fragen gerne in den Chat hinein. Ich glaube, erfahrungsgemäß, Babsi sammelt die, stellt sie vielleicht zwischendurch oder am Ende. Und vielleicht gibt es da so ein bisschen Interaktion, was sicherlich auch das Ganze dann nochmal ein bisschen interessant macht. In diesen Slides, die ich euch zur Verfügung stelle, vorneweg, ich bin Martin Bialas, ich mache Projektmanagement, ich bin begeistert im Projektmanagement, ich bringe 2, 3 Jahre Erfahrung mit. Ich bin einer der Assessoren, das heißt, wenn es um IPMA-Zertifizierung geht, und ich sage dazu gleich etwas, bin ich einer derjenigen, die Zertifikate erteilen darf im Auftrag des VZPM. Ich arbeite an einer Hochschule noch, habe dort einen Lehrauftrag für Projektmanagement. Ich mache Projektmanagement auf Zeit. Ich bin Facilitator. Ich versuche, meine Kunden zu begleiten bei all den Themen innerhalb des Projektmanagements. Wer da mehr wissen will, einfach mich kontaktieren. Ich habe hier einen Link reingesetzt auf LinkedIn. Ich freue mich da auf jede Kontaktaufnahme. Für den heutigen Tag. Ich habe mir Folgendes vorgestellt, was ich in dieser kurzen Zeit vielleicht einfach mal anreißen möchte. Es geht mir darum, aufzuzeigen, was sind vielleicht im Moment so aktuelle Kompetenzen, die für Projektmanager relevant sind. Was brauchen wir? Was ist für uns notwendig, um einen guten Job zu machen? Wenn wir das wissen, dann können wir wahrscheinlich die Frage stellen, mit welchen Methoden arbeiten wir? Da gibt es häufig dogmatische Diskussionen. Gehen wir klassisch vor, gehen wir agil vor? Somit will ich vielleicht die ganz grob mal aufzeigen, vielleicht auch schauen, wie könnte ein Zwischenweg sein, dass das hybride Projektmanagement oder auch symbiotische Projektmanagement genannt. Um dann vielleicht aufzuzeigen, wie sieht es dort mit Zertifizierungen aus? Was bringen die? Wie funktioniert der Weg, um dorthin zu kommen? Wie kann ich die Zertifizierung auch erhalten, um dann hinterher in eine angeregte Diskussion vielleicht hineinzugehen? Somit starten wir einmal. Im Sinne von Kompetenzen, was mich hier häufig treibt, was ich bei vielen meiner Kunden erlebe, dass zunehmend die 17 Nachhaltigkeitsziele, die die UN mal definiert hat, schon vor langer Zeit, 2015 sind sie kommuniziert worden, damals von 193 Staaten weltweit vereinbart, verabschiedet, die leiten, glaube ich, im Moment ganz viele Projekte. Das ist häufig etwas, was zunehmend mehr als Hintergrund zur Projektarbeit an Bedeutung gewinnt. Wenn man sich die einfach mal in Ruhe durchliest, dann werdet ihr wahrscheinlich viele Themen finden, die über eure Projekte damit dann auch erreicht werden sollen oder abgedeckt werden sollen. Somit ist das für mich so ein erster Zugang. Wenn wir solche Ziele verfolgen, in welchen Projekten auch immer, IT-Projekte, Organisationsprojekte, Change-Projekte, dann ist das ein erster Zugang. Und damit stellt sich die Frage, was leitet sich daraus ab? Welche Kompetenzen muss jemand haben, der genau solche Ziele mit seinem Projekt erreichen soll? Somit, für mich wäre vielleicht mal interessant, und damit können wir auch diesen Chat vielleicht mal ein bisschen nutzen, was wären denn im Moment für euch typische Projektmanagement-Kompetenzen, die ihr so sehen würdet? Ich werde davon nachher einige vorstellen, aber vielleicht hilft es, wenn wir da mal im Chat sammeln. Das kann vielleicht auch dann eine Grundlage sein für die Diskussion im Nachgang. Also, wer Spaß dran hat, schreibt mal in den Chat hinein. Was sind aus eurer Sicht relevante Projektmanagement-Kompetenzen?
Wenn ich mich dem Thema näher, dann ist für mich ein Zugang zurzeit zwei für mich sehr interessante Bücher. Ich habe hier mal das Cover aufgezeigt. Das sind die sogenannten Future Skills. Das ist eine Gruppe von vermeintlich schlauen Menschen, die sich da mal Gedanken gemacht haben. Und die haben zum Beispiel genau diese 12 wesentlichen Kompetenzen aufgeführt. Und wenn man sich das anschaut, dann sind die so formuliert, dass sie noch unabhängig sind von der Art des Projektes oder vom Typ des Projektes. Es geht um Kompetenzen im Bereich Innovation. Ich glaube, klassisch Kommunikation ist ein wesentliches Thema. Es kommt vielleicht neu hinzu, das gesamte Thema Kreativität, Transformation vielleicht in digitale Formen der Zusammenarbeit, vielleicht aber auch Transformation im Sinne von Agilität. Also da muss man dann ein bisschen genauer hineinschauen. Ich glaube, wenn ihr euch das durchlest, werden das viele wiedererkennen und sagen, oh ja, stimmt. Bei dem einen oder anderen müsste man vielleicht auch ein bisschen detaillierter noch drüber diskutieren. Auch das versuche ich gleich noch ein bisschen zu konkretisieren. Ich habe euch auch den Link mal hineingesetzt. Wenn euch das interessiert, ist es aus meiner Sicht eine ganz interessante Webseite, futureskills.org, dort mal hineinzuschauen. Also das könnte ein erster Zugang sein für uns Projektmanager. Wir sollten an dieser Stelle Kompetenzen haben oder uns darum kümmern, diese zu entwickeln. Wenn ich von Kompetenz rede, stellt sich die Frage, was ist eigentlich eine Kompetenz? Ich ordne mich hier mal so einem gewissen Modell unter. Ich habe das versucht, grafisch darzustellen. Wir definieren auch hier bei Digicom Kompetenzen als ein Konglomerat aus Fähigkeiten, die ein Mensch erwirbt, aus Fertigkeiten. Aber es gehört dann auch so etwas dazu wie die Bereitschaft, diese Dinge tatsächlich umsetzen zu wollen. Und das Ganze basierend auf Werten von uns Projektmanagern, vielleicht aber auch Werten einer Organisation, sofern man sie definieren kann. Ich glaube, auch das Wort Haltung spielt hier eine wesentliche Rolle. Ich habe bewusst vermieden, vielleicht das Buzzword Mindset hier zu nehmen, aber es wäre wahrscheinlich jetzt die deutsche Übersetzung genau dafür. Aus diesem Konglomerat, Fähigkeiten, Fertigkeiten, gepaart mit Bereitschaft, Werten, daraus leiten sich jetzt letztendlich genau diese Kompetenzen ab. Also die ich im Vorfeld gezeigt habe oder die ich auch noch weiter konkretisieren will. Wie kommt man jetzt dazu, solche Kompetenzen zu erwerben? Das sind für mich drei wesentliche Punkte. Das eine ist sicherlich klassisch die Weiterbildung. Das heißt, zu schauen, was weiß ich jetzt schon? Wie kann ich das erhalten, was ich weiß? Aber auch zu schauen, was sind vielleicht neue Themen, die für mich relevant sind. Das heißt, wir schauen hier zum einen auf das Bewahren von bestimmten Dingen, aber zum anderen auch auf das Verändern, Ergänzen, Erweitern. Neben der klassischen Weiterbildung, glaube ich, ist Vernetzung ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen uns mit Kollegen, mit Freunden, mit wem auch immer vernetzen, austauschen. Wir können Erfahrungen austauschen, wir können Wissen vielleicht austauschen. Es könnte aber auch sein, dass wir gemeinsam Lösungen erarbeiten, dass wir gemeinsam an Projekten arbeiten. Also dieses Thema der Vernetzung vermutlich zunehmend immer wichtiger, immer relevanter für unsere Arbeit. Und die dritte Komponente wäre klassisch die Praxis. Das, was wir da erwerben, das kommt nicht von jetzt auf sofort, sondern das ist vielleicht ein mühsamer Prozess. Wir müssen vielleicht tatsächlich lernen, wir müssen ausprobieren, wir müssen praktizieren. Somit heißt das, dass wir tatsächlich die Dinge anwenden müssen. Vielleicht auch mit einer gesunden Reflexion dazu, ob das, was wir tun, auch den Nutzen stiftet, den wir uns davon eigentlich versprechen. Also da vielleicht, und das ist für mich so eine Erkenntnis, ich muss für mich zusehen, wie kann ich meine Kompetenzen erhalten und wie kann ich sie vielleicht auch erweitern. Somit, wenn wir jetzt auf das Thema Projektmanagement gehen, wir reden im Projektmanagement über unterschiedlichste Methoden. Damit die Frage, was ist grundsätzlich überhaupt eine Methode? Ich habe hier eine schöne Definition gefunden. Es ist dort beschrieben, ein Prozess, der dazu führt, Probleme zu lösen, mit einer definierten, geordneten Reihe von einzelnen Schritten. Das ist für mich tatsächlich so der Weg, ob diese Methoden immer explizit sind, das heißt für alle bekannt, ist ein anderes Thema. Gerade im Projektmanagement erlebe ich, dass in vielen Organisationen zwar Projektarbeit gemacht wird, aber vielleicht noch nicht eine standardisierte, explizite, also dokumentierte Methode tatsächlich verfügbar ist. Somit, was gibt es jetzt konkret im Projektmanagement? Ich glaube, da gibt es zwei, die für uns relevant sind. Das klassische eine klassische Methode oder aber auch eine agile Methode. Somit, wenn wir uns das klassische Projektmanagement anschauen, durch was ist das geprägt? Wir haben dort klassisch in Formulierung von Aufträgen. Wir formulieren eine
klare Zielsetzung. Wir führen Diskussionen über, was ist in Scope, was ist out of Scope. Dann sind wir Projektleiter in der Regel gut darin, dass wir Planung erstellen. Planung bedeutet vielleicht sowas wie ein Projektstrukturplan, die fachliche Zergliederung aller anstehenden Aufgaben. Dann sind wir interessiert, vielleicht daraus einen Terminplan zu erstellen. Wir machen Meilensteinplanung. Viele gehen den nächsten Schritt, machen darauf basierend dann Ressourcenplanung. Ressourcenplanung als eine der großen Herausforderungen im Projektmanagement. Wir können gut planen, sind aber eher schwach, was so Verfügbarkeitsinformationen im Projekt, im Ressourcenmanagement angeht. Basierend auf Ressourcenmanagement machen wir dann Projektaufbauorganisationen. Wir legen Teams fest. Das klassische Projektmanagement zeichnet sich dadurch aus, dass wir hierarchische Ordnungen haben, dass wir Gremien einrichten. Wir versuchen, Kommunikation zu regeln. Wir bauen Kommunikationspläne auf. Wir machen Stakeholder-Analysen. Und das ist häufig etwas, was das klassische Projektmanagement gerade ganz massiv auszeichnet. Wir sind stark in der Kontrolle. Das heißt, wir versuchen, Projekte zu überwachen. Wir machen Status-Meeting, wir schreiben Statusberichte. Wir gucken, haben sich die Risiken verändert. Also wir sind da sehr gut, was Überwachung und Kontrolle angeht. Oder wir glauben, dass wir darin gut sind. Aber das wären alles so Charakteristiken von einer klassischen Vorgehensweise im Projektmanagement. Wie gesagt, dogmatisch häufig dann gegenübergestellt die agile Vorgehensweise. Da haben wir eher einen Fokus auf, wir generieren Produkte. Bei dem Generieren dieser Produkte, wir reden gar nicht mehr von Projekten, sondern wir haben eine Produktfokussierung. Da geht es darum, wie arbeiten Menschen zusammen, welche Interaktion gibt es dazwischen. Wir versuchen, in kurzen Iterationen Inkremente zu erstellen, also funktionsfähige Produkte, die wir zeigen können, die wir präsentieren können, die sich ein Kunde anschauen kann, ob wir auf dem richtigen Weg sind, sodass wir sehr stark kundenorientiert herausfinden, ist es das, was der Kunde tatsächlich will? Und wenn der der Meinung ist, dass er gerne Änderungen haben möchte, weil er seine Meinung geändert hat, weil die Welt sich weitergedreht hat oder weil er gerade dazu Lust hat, dann müssen wir einfach aktiv reagieren können, schnell reagieren können, flexibel reagieren können. Somit ist dieses Modell aufgefordert, diese Flexibilität zu unterstützen und zu ermöglichen. Und letztendlich geht es immer darum, einfache, handhabbare, brauchbare Produkte zu generieren. Und was ich in der Praxis erlebe, ist, dass wahrscheinlich schon ein gewisser Reifegrad in den Organisationen vorhanden ist, zwischen klassisch und agil. Man hat dort schon die ersten Kompetenzen erworben, man hat Mitarbeiter auf Kurse geschickt. Aber häufig ist es so, dass dann zwei Lager entstehen, die sehr intensiv miteinander diskutieren. Und diese Diskussion ist häufig geprägt auch von, wer hat recht? Also ist es klassisch besser oder ist es agil besser vorzugehen? Ich halte diesen Dogmatismus für nicht besonders zielführend. Ich glaube, dass die Zukunft sich dahin entwickeln wird, dass wir eher eine Kombination aus beidem haben werden. Vielleicht mit abhängig vom Projekt unterschiedlichen Anteilen von klassisch oder agil. Aber dieses dogmatische Trennen ist, glaube ich, eher eine Sackgasse. Wenn wir entscheiden müssen, welchen dieser Wege gehen wir eigentlich, dann ist für mich eine der Möglichkeiten neben anderen, zum Beispiel das sogenannte Kinefine-Modell, das Framework, was mir hilft, Aufgaben, die anstehen, einzuordnen, und die Einordnung hilft mir dann zu entscheiden, gehe ich klassisch oder gehe ich agil vor. Dave Snowden, der Autor dieses Modells, es ist ein Wissensmanager, der hat gesagt, es gibt einfache Aufgabenstellungen, wir wissen genau, was passiert, wir können es exakt einschätzen, es gibt sowas wie ein Best Practice. Wir kennen komplizierte Aufgabenstellungen, ein vorhersagbares System, Ursachen-Wirkungsverhältnisse sind klar, eindeutig erkennbar. Aber es braucht jetzt Expertenwissen, um das zu bekommen. Also das klassische Beispiel vielleicht, wir Schweizer lieben mechanische, klassische Armbanduhren. Eine solche Uhr zu konstruieren, ist eine hochgradig komplizierte Aufgabe. Aber ich kann sie vorhersagen, ich kann sie planen. Ich weiß exakt, wie viele Zahnräder brauche ich, wie muss die Feder aussehen, wie ist das Gehäuse. Wunderbar planbar, vielleicht nicht mehr von jedem, aber es gibt Experten, die das können. Die dritte Kategorie von Dave Snowden ist die komplexe Aufgabenstellung. Hier haben wir hohe Veränderungen. Wir haben keine Vorhersagbarkeit. Es gibt nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken im Sinne von, ist das jetzt richtig, ist das falsch? Es gibt unterschiedlichste Ursachen für bestimmte Dinge. Wie gesagt, diese Ursachen-Wirkungszusammenhänge nicht ganz klar oder nicht ganz erkennbar.
Als Beispiel kann man hier so etwas nennen wie klassisch ein Fußballspiel. Wir können zwar die Regeln für den Fußballspiel, für das Game aufbauen. Wir wissen, wie groß der Ball ist, wie groß das Feld ist, wie viele Leute da hin und her rennen. Aber spätestens nach 5 Sekunden, 10 Sekunden, werden wir nicht mehr planen können, was dort passiert. Ich glaube offensichtlich, kein Mensch erstellt ein Balkendiagramm für ein Fußballspiel. Da wissen alle Bescheid, das macht keinen Sinn. Neben dem Komplexen hätten wir dann das Chaotische. Da ist tatsächlich noch wenig bekannt, wie wir damit umgehen, bis hin zu die Fragestellung, ob es überhaupt grundsätzlich möglich wäre. Das heißt, keine Ursachen-Wirkungszusammenhänge, zu viele Unbekannte, zu viele Einflussfaktoren. Und die Idee, deswegen zeige ich dieses Modell, Dave Snowden sagt, Agilität ist nur sinnvoll für diesen Bereich der komplexen Aufgabenstellung. Das heißt, nur dann, wenn wir etwas nicht vorhersagen können, wenn wir es nicht planen können, dann müssen wir vielleicht einfach etwas tun, schauen, funktioniert es, und wenn nicht, passen wir an. Hingegen, wenn wir agil bei komplizierten Aufgabenstellungen ansetzen, dann wird es unter Umständen teuer, aufwendig, es gibt Unzufriedenheit. Also hier die dringende Aufforderung von Dave Snowden, und ich kann das aus meiner Praxis nur intensiv bestätigen, Agilität macht nur Sinn, wenn wir im komplexen Umfeld sind. Das bedeutet, wenn wir jetzt über Projektmanager, deren Kompetenzen reden, wäre das für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt. Wir müssen entscheiden können als Projektmanager, in welchem Kontext arbeiten wir. Und wenn wir das erkannt haben, dann müssen wir die Kompetenz haben, auch die richtige Methode, also die entsprechende Abfolge von diesen Schritten, um ein Problem zu lösen, auszuwählen. Also dieses Kinefine-Modell ist ausgesprochen interessant. Wer da mehr Interesse hat, zu erfahren, wie das funktioniert, es gibt ein wunderbares Video von Dave Snowden, 12 Minuten auf YouTube, kann ich nur empfehlen. Somit tatsächlich mein Ansatz, und das ist mein Arbeiten, das ist mein Glaubenssatz in der eigentlichen täglichen operativen Arbeit. Ich nenne das gern symbiotisches Projektmanagement. Statt der Diskussion machen wir Theorie, machen wir Praxis, machen wir Wasserfall, also klassisches Projektmanagement oder agile Verfahren. Glaube ich, ist es viel sicher besser, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir einen Weg finden, dass wir die ganzen Dinge miteinander kombinieren, und deswegen der Begriff symbiotisch, zu einem gemeinsamen Nutzen. Das ist wohl die Idee von Symbiose. Und wenn wir das herausfinden, wenn wir Projektmanager die Kompetenz haben zu entscheiden, was ist das, was jetzt tatsächlich diesen Nutzen stiftet, ich glaube, dann können wir tatsächlich Probleme lösen und dann wird das Ganze deutlich geschickter abgearbeitet. Somit gehen wir hinein in den Punkt der Zertifizierung. Wenn wir also jetzt wissen, was unsere Kompetenzen sind, dann könnte man darüber nachdenken, will ich mich zertifizieren lassen? Ich habe erlebt, gerade hier in der Schweiz, es ist wichtig, dass sich Menschen interessant machen. Das heißt, die Schweiz funktioniert, glaube ich, so, dass wir Scheine sammeln müssen, irgendwelche Bestätigungen haben, dass wir irgendetwas können. Ich denke, wir entwickeln uns von dieser Wissensgesellschaft zu einer Könnengesellschaft, und wir müssen einfach dieses Können nachweisen. Und da bieten sich dann Zertifikate an. Somit, ich habe hier mal 2 Kategorien des Nutzens aufgezeichnet. Einmal für die, die sich zertifizieren lassen, das wären wir Projektmanager. Zum anderen aber auch vielleicht der Nutzen für die Organisation, in der wir tätig sind. Und wenn wir uns mal uns selbst betrachten, ich glaube, es ist ein Interesse für uns, dass wir vielleicht ein Zertifikat aussuchen, was eine internationale Anerkennung hat. Ich glaube, wir werden da immer globaler arbeiten. Somit rein schweizbasierte Dinge sind sicherlich auch hilfreich, aber wir könnten darüber nachdenken, das vielleicht auf breitere Beine zu stellen. Wir brauchen ein etabliertes Projektmanagement-Wissen, ein standardisiertes Wissen, ein explizites Wissen. Das heißt, gut, wenn es zum Beispiel eine kompetenzbasierte Zertifizierung ist, wo solche Kompetenzen beschrieben sind, wo aber vielleicht offen ist, wie wir diese Kompetenz genau erlangt haben. Und genau da werde ich ein System gleich vorstellen, was exakt das Ganze abdeckt. Damit führt das sicherlich zur Sicherung des Arbeitsplatzes. Trotz Fachkräftemangel, glaube ich, sind wir daran interessiert, unsere eigene Position dort ein bisschen abzusichern. Für die Organisation, es gibt einen einheitlichen Standard. Wir haben eine einheitliche Sprache. Wir wissen alle gemeinsam, worüber wir da reden. Und es ist sicherlich auch, und das ist dann eher wieder was vielleicht auch profitorientiertes, wir können den Nachweis von Kompetenzen, also über diese Zertifizierung, auch als Marketinginstrument einsetzen. Das gilt für einzelne Personen, aber auch für ganze Organisationen. Also auch Organisationen können sich heute zertifizieren lassen. Ich würde das am Beispiel von
PMA, das ist die International Project Management Association, mal aufzeigen wollen, eine der beiden großen Zertifizierungsinstanzen oder der Instanzen, die Projektmanagement weltweit etablieren wollen. Wir sind hier in der Schweiz ausgesprochen gut organisiert. Wir haben einen hohen Organisationsgrad, was diese Zertifizierung angeht. Das heißt, wenn man sich dort mal so Zahlen anschaut, ich habe es jetzt hier jahresbezogen, wenn ich das mal absolut betrachte, es gibt dort verschiedene Level, ich stelle die gleich vor. Aber da gibt es interessante Zahlen. Wir haben etwa 120 Level-A-Zertifizierte in der Schweiz. Bei Level B sind es etwa 1.000, bei Level C 3.000 und bei Level D 20.000 Menschen, die sich schon mal haben zertifizieren lassen. Diese Level stelle ich jetzt vor. Somit die Grundlage für eine solche Beurteilung der Kompetenz ist geregelt in dieser Organisation. Es gibt ein sogenanntes Eye of Competence. Das besteht zunächst einmal aus unterschiedlichen Kompetenzbereichen. Diese Organisation sagt, es gibt einen Kompetenzbereich, das ist der Mensch, People. Dann haben wir Perspective, das ist so die Integration Projektmanagement in die Organisation hinein. Und wir haben einen Bereich der Praktiken, wo es darum geht, wirklich so das Handwerkszeug, die tägliche Strukturarbeit im Projektmanagement. Und ganz geregelt ist das Ganze in der sogenannten Swiss Individual Competence Baseline, die sogenannte Swiss ICB. Auch da werde ich gleich nochmal ein bisschen mehr dazu sagen. Dieses Dokument ist auf der Webseite dieser Organisation, VZPM, downloadbar, kostenlos. Das heißt, wer also da Interesse hat, mal zu sehen, was gibt es alles an Kompetenzen, kann ich nur empfehlen, sich das einfach mal herunterzuladen, reinzuschauen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Überblick über die Idee, welche Kompetenzen gibt es eigentlich im Projektmanagement. Somit die ICB. Wir differenzieren drei unterschiedliche Themenschwerpunkte. Das ist Projektmanagement, das ist Programmmanagement und Portfoliomanagement. Wir haben diese drei Kompetenzbereiche in der Domänen. Das ist Kontext, Mensch, Praktiken, habe ich eben gezeigt. Und darunter sind jetzt konkrete Kompetenzen aufgeführt. Das heißt, das ist auch vom Schwerpunkt her unterschiedlich gehandhabt. Im Kontextbereich 5 Kompetenzen, 10 Kompetenz bei Mensch und 13 respektive 14 bei den Praktiken. Und dann wird das noch weiter heruntergebrochen, konkretisiert in Kompetenzindikatoren und Messgrößen. Ein sehr hoher Detaillierungsgrad. Ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, muss man sich das anschauen. Aber für den Überblick soll es ausreichend sein, zu wissen, es gibt Kompetenzbereiche und Kompetenzen. Ich habe euch mal die Kompetenzen eines Projektleiters, was ICB vorschlägt. Also das ist dieser weltweite Standard. 72 Länder sind da organisiert, mal einzeln aufgeführt. Das heißt, wenn man sich so den Bereich zum Beispiel hier in grün dargestellt, der Praktiken anguckt, wir kennen sowas wie Projektdesign, das ist das Aufsetzen von Projekten, das ist das Formulieren eines Projektauftrages. Das ist aber auch Definieren von Scope, was ist in Scope, was ist out of Scope. Wir kennen sowas wie Formulierung von Anforderungen und Zielen. Das heißt, da kann man schauen, mit welchen Methoden nehme ich eigentlich Ziele auf, wie formuliere ich Anforderungen, gibt es sowas wie ein Requirements Engineering an der Stelle. Wir kennen den Leistungsumfang, Lieferobjekte, das ist klassisch Projektstrukturplanung und entsprechend so weiter. Ich glaube, das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Wie gesagt, in dieser ICB gibt es dann auch ausführliche Beschreibungen, was darunter zu verstehen ist. Aber, und das ist für mich jetzt so das Fazit dessen, ich habe ja vorhin gefragt, ich weiß noch nicht genau, was im Chat tatsächlich eingetragen worden ist, aber was sind so relevante Kompetenzen, die ein Projektmanager haben soll? Hier ist ein erster Vorschlag und wirklich spezifisch Projektmanagement. Was könnten all die Kompetenzen sein, die ein Projektleiter haben müsste? Und wenn wir dann über Zertifizierung nachdenken, dann muss ich genau dort entsprechend Wissen nachweisen oder je nach Level auch entsprechend Erfahrung. Was machen wir bei Digicomp mit all dem, was ich jetzt gesagt habe? Wir bei Digicomp sind natürlich interessiert, diesen Prozess Weiterbildung, Qualifikation von Projektleitern zu begleiten. Somit ist eine Aufgabe, die wir hier intern angeben, und da bin ich mit Babsi sehr stark involviert. Sie treibt das Ganze, sie challenged mich dort, sie fordert dort viel. Wir haben mal in den entsprechenden Produktportfolios bei Digicomp intern Jobrollen definiert. Also wer macht eigentlich Tätigkeiten im Projektmanagement und welche Jobs gibt es da? Ich glaube klassisch Projektleiter, Projektmitarbeiter, PMO, Portfoliomanager. Aber es gibt sicherlich darüber hinaus noch weitere Jobrollen. Das können Business Analysten sein, das können Agile Coaches sein. Was gibt es da? Da denken wir drüber nach.
Dann haben wir mal für jede dieser Jobrollen definiert, welche Kompetenzen sollten die haben. Da bauen wir solche Tabellen auf. Wir identifizieren auch noch Schlüsselkompetenzen. Wir legen sogenannte Target-Level fest. Das heißt, wir sagen, was glauben wir, welchen Grad von Kompetenz bräuchte entsprechend der Jobinhaber. Wir orientieren uns hier so ein bisschen zum Beispiel an der Blum'schen Taxonomie. Das heißt, wir haben im Moment 4 Level definiert. Und wenn wir das alles wissen, was muss eine Jobrolle an Kompetenzen haben, dann gucken wir uns im Moment tatsächlich bestehende Kurse an und prüfen, vermitteln wir die richtigen Inhalte mit dem richtigen didaktischen Konzept, um die Jobrolle entsprechend mit den Kompetenzen auszustatten. Das heißt, das ist ein kritisches Überprüfen des aktuellen Portfolios, aber das ist auch die Grundlage, um letztendlich in so einem Prozess des lebenslangen Lernens auch zu schauen, was braucht es an neuen Kursen für genau diese Jobrollen. Und mit der Zeit, die sich da massiv verändert derzeitig, was gibt es vielleicht auch an Veränderungen? Was müssen wir dort neu machen? Somit ein intern angestoßener Prozess wirbelt das ein oder andere durcheinander, aber es macht ausgesprochen viel Spaß. Es ist ein schöner, schöner Job. Somit vielleicht auch da nochmal interessant für uns alle, für euch, die ihr das euch auch anschauen könnt. Wenn ihr mal Lust hättet, tragt doch vielleicht mal in den Chat ein, was wäre denn jetzt eure derzeitige Jobrolle? Ich sehe ja nur die Namen im Moment von euch, die ihr dabei seid. Aber es wäre ja auch interessant, wer seid ihr eigentlich? Haben sich gerade Projektleiter hier angemeldet auf diesen DigiSnack? Oder sind hier vielleicht Top-Manager dabei? Sind hier vielleicht PMOs dabei? Sind hier vielleicht Agilisten dabei? Also uns würde interessieren, wer seid ihr? Wenn ihr Lust habt, tragt einfach mal eine Bezeichnung ein. Und auch da schauen wir gerne hinterher nochmal hinein und können gerne drüber diskutieren. Ich kann schon so viel sagen, Martin. Es ist genau die Diskussion, die wir heute Morgen hatten, wenn ich die Titel sehe. Wunderbar, wunderbar. Also ich kann im Moment noch nicht ganz gut reingucken, aber ich bin gespannt gleich, wenn ich aus meiner Präsentation rausgehe, was da kommt. Und ja, ich habe noch ein paar Slides, aber dann können wir vielleicht noch wirklich in die Diskussion einsteigen. Also ich bemühe mich, da noch weiter durchzugehen. Also, das ist das, was wir bei DigiConf zurzeit tun. Somit, wie könnte man jetzt einen Nachweis über Kompetenzen erbringen, also Thema Zertifizierung? Eine Möglichkeit ist, Zertifizierung zu machen bei diesem VZPM. Das ist die akkreditierte Instanz, die in der Schweiz für die IPMA diese Zertifikate erteilen darf. Ich hatte vorhin ja schon solche Level mal genannt. Man sieht sie hier, es ist Level A bis Level D. Interessant für Projektmanager, wenn wir unten anfangen, Level D, eine Form der Zertifizierung, wo es im Schwerpunkt um Wissen geht. Ich glaube, das ist so die gesamte theoretische Hintergrund für Projektmanager, der dort bestätigt wird, dass der Projektmanager das hat. Und dann beginnt ab Level C nach B zu A. Da geht es dann, und das ist, glaube ich, auch wieder typisch für die Schweiz, da geht es tatsächlich um Erfahrung. Das heißt, hier wird nicht das Wissen mehr zertifiziert, sondern hier muss der Mensch tatsächlich den Nachweis erbringen, dass er bei C kleine, überschaubare Projekte gemacht hat. Bei B hat er große Projekte geleitet, er hat Teams geführt, er hat Teilprojektleiter geführt. Und bei A, dort haben wir Projektdirektoren, die machen große Programme, die machen Megaprojekte, die machen gesamte Portfolios. Somit diese Varianten der Zertifizierung gibt es derzeitig und es ist aufgeteilt in klassisch oder agil. Wobei man sagen muss, bei dieser Organisation, die agilen Zertifikate haben auch noch einen großen Anteil von klassischen Elementen dabei. Also die würden im Moment gerade das abdecken, was so als von mir als symbiotisches Projektmanagement bezeichnet wurde. Und da sehe ich tatsächlich die Zukunft. Also wir sehen auch bei dem VZPM, dass hier die Zahlen der Anfragen massiv steigen. Viele Leute haben genau an diesen agilen Zertifizierungen im Moment Interesse. Wie funktioniert Zertifizierung? Das ist ein relativ komplexes Feld. Ich habe mal versucht, mit so einem einfachen Bild darzustellen, was passiert hier. Ihr seht Schritt 1 bis 4, das sind die einzelnen Dinge, die zu tun sind und das aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Leveln. Das heißt, wenn ich bei D einsteige, dann muss ich einen Antrag stellen. Innerhalb des Antrages gibt es eine sogenannte Selbstbeurteilung. Das soll mir helfen, meine blinden Flecken zu erkennen. Wo habe ich vielleicht noch wenig Wissen oder Erfahrung im Bereich Projektmanagement. Und dann muss ich eine schriftliche Prüfung machen bei Level D. Bei Level C, da sind jetzt tatsächlich alle Schritte gefordert. Ich muss einen Antrag schreiben, Selbstbeurteilung machen.
Dann gibt es einen sogenannten Executive Summary Report. Da muss ich mir 4 Projekte aussuchen, die ausführlich beschreiben nach einer vorgegebenen Struktur. Und dann wird geprüft, ob es den Komplexitätskriterien genügt. Und wenn das erfolgt, dann mache ich noch einen kleinen Test. Dann muss ich einen umfangreichen Bericht schreiben, den einreichen. Und wenn der gut ist, dann kriege ich eine Einladung zu einem Gespräch, dem sogenannten Interview. Der Kandidat darf dann mit 2 Assessoren 90 Minuten lang über seine Erfahrung plaudern. Also das ist kein Wissensinterview, sondern das ist ein Gespräch über Erfahrung. Und das ist bei B und A letztendlich genauso. Die Kriterien sind ein bisschen strenger, die Zeitanteile sind ein bisschen höher, der Umfang ist größer, aber die Schritte sind identisch. Wer sich dafür interessiert, entweder direkt uns ansprechen. Wir bei Digicom sind darauf vorbereitet. Wir können da sehr gut unterstützen. Und wenn es darüber hinaus dann Fragen gibt, dann einfach an diesen VZPM. Das sind letztendlich die, die es dann durchführen. Aber wir können schon mal gut darauf vorbereiten. Ich glaube, Babsi wird hinterher noch zu den Produkten etwas sagen und da gehört das mit dazu. So, der Abschluss eigentlich, das Thema Rezertifizierung, IPMA, VZPM und wir bei Digicom sehen, dass man zwar solche Kompetenzen einmal zertifizieren lassen kann, aber die Frage ist, bleibe ich auch in diesem Kontext? Und ist das auch etwas, was mich im beruflichen Umfeld beschäftigt, wo ich aktiv weiterarbeite? Und gerade bei IPMA ist dann das Thema einer Rezertifizierung notwendig. Das heißt, ich muss in bestimmten Abständen, hier sind es alle 5 Jahre, einen Nachweis dazu erbringen, dass ich tatsächlich auch in diesem Kontext noch tätig bin. Das heißt, dass meine Kompetenzen im Prinzip vernetzt sind mit anderen, ich mich dort austausche und dass ich auch praktiziere. Und dieser Nachweis ist dann keine richtige Prüfung mehr, sondern es ist eine Dokumentation dessen, was ich getan habe in den letzten 5 Jahren. Und dann wird meine Zertifizierung entsprechend verlängert. Ich halte das für ausgesprochen sinnvoll, dass man auch hier sich darum kümmert, einfach aktuell zu bleiben. Tja, das waren so die wesentlichen Dinge, die mir am Herz lagen. Somit habe ich noch ein letztes Slide, was ich jetzt zunächst mal so zeigen will. Ich glaube, das muss ich nicht vorlesen. Das kann sich jeder in Ruhe durchlesen. Interessant, Martin Buber hat das gesagt. Somit schon eine Zeit lang her, aber für mich sehr interessant und leitet mich bei meinem konkreten Handeln. An der Stelle, Martin, von meiner Seite schon mal herzlichen Dank. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt ist im Prinzip die Diskussion eröffnet. Also, wer hat noch Fragen? Weil so schnell kommt ihr nie wieder an Antworten. Feuer frei. Genau. Gerne im Chat, gerne einfach entmuten und direkt in die Runde fragen. Kritisch, nachdenklich, einfach nur neugierig, alles ist erlaubt. Auch Gegenrede. Auch das. Daniel, danke. Ich wundere mich immer wieder, ich komme aus der Informatik, dass es doch recht viele Informatikprojekte gibt, die das Ziel nicht erreichen oder zu spät kommen und so. Man sollte eigentlich viel Erfahrung haben. Es gibt ja jede Menge Projektmanager-Kurse. Aber ich muss sagen, der Aufbau dieser Information war sehr gut. Hervorragende Folien. Also es wirkt kompetent, hat mich überzeugt. Wichtig ist natürlich am Schluss von einem Projekt, dass man Analyse macht und was hätte man anders machen können. Und meine Erfahrung ist, EDV ist flexibel und der Benutzer kommt und ändert die Zielsetzungen. Und das ist sehr oft ein heikler Punkt, um die Ziele nicht zu erreichen. Und da muss der Project Manager sehr konsequent sein. Okay, also ich würde das unterstützen, was du gesagt hast. Ich erlebe das tatsächlich als einen der Faktoren, die häufig ein Grund für das Scheitern für Projekte herangenommen wird. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch schauen, wie schnell ändert sich unsere Welt, wie schnell ändert sich ein Umfeld, ein Kontext und damit vielleicht auch die Ziele. Und ich erlebe, dass teilweise Dinge bewusst konstant gehalten werden und dann wird eine Lösung gebaut, die gar nicht mehr marktgerecht ist. Und auf der anderen Seite erlebe ich, dass man vielleicht auch zu schnell wechselt und irgendetwas hinterherläuft und dann irgendwie den roten Faden dabei verliert. Und das wäre für mich genau diese Kombination eigentlich aus dem klassischen Projektmanagement und dem Agilen. Und wenn du sagst, es ist wichtig, diese Erfahrung aufzunehmen, die Klassiker würden sagen, da müssen wir Lessons Learned machen. Ich glaube, das Konzept von Lessons Learned ist häufig auch gescheitert,
Man hat zwar Erfahrungen aufgenommen, aber man hat sie nicht weitergegeben. Man hat sie in dem Team behalten, niemandem anders erzählt, also hat keiner daraus gelernt. Hingegen die Agilisten, die kommen jetzt mit der Retrospektive und sagen, hey, wir müssen alle 14 Tage uns zusammensetzen und diskutieren, was ist gut, was ist nicht gut. Auch das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Aber beides muss ich vielleicht auch wieder in einer geschickten Form kombinieren. Also vielleicht ein meilensteinbezogenes Lessons Learned oder eine phasenbezogene Retrospektive. Und jetzt habe ich wirklich beides miteinander kombiniert mal als Szenario. Halte ich für sehr sinnvoll und ist für mich eine der Erfolgsfaktoren im Projektmanagement oder im agilen Vorhaben, also in beiden Varianten. Sehr guter Hinweis. Danke, Daniel. Inzwischen haben wir zahlreiche schriftliche Fragen, Martin. Ich fange mal von oben an. Muss man bei Level D einsteigen? Nein, muss man nicht. Ich würde als Tipp immer aussprechen, ich würde als Kandidat, der an einem Zertifikat interessiert ist, versuchen, immer auf dem höchsten Level einzusteigen. Ich muss bestimmte Nachweise erbringen. Das heißt, ich mache dann einen Teil des schriftlichen Tests. Wenn ich vielleicht bei Level A einsteige, muss ich den wiederholen. Aber ich muss mich nicht Zertifikat für Zertifikat hocharbeiten, sondern ich kann dort einsteigen, was tatsächlich meinem Profil entspricht. Und wenn Erfahrung da ist, dann empfehle ich tatsächlich eher gleich mit C, B einzusteigen. Dass jemand mit A einsteigt, ist eher ungewöhnlich. Das sind so eher die Silberrücken, die haben schon viele, viele Jahre Erfahrung im Projektmanagement. Also die haben sich dann schon lange damit beschäftigt. Die steigen nicht mehr ein, sondern die sind schon dort. Danke dir. Sollte das nicht abschließend beantwortet sein, bitte nochmal nachdoppeln. Dann eine Frage für die Rezertifizierung, ob es einen Unterschied macht, wenn man jetzt sich zuerst in Deutschland zertifiziert hat und jetzt in der Schweiz ist und sich rezertifizieren möchte. Steht noch explizit Level D drin? Ja. Also spielt keine Rolle, zumindest offiziell nicht, weil wir ja sagen, die Standards, die IPMA vorgibt, sind weltweit gleich. Es gibt durchaus länderspezifische Eigenarten. Das heißt, gerade Deutschland hat gerade, was den Zertifizierungsprozess angeht, 2, 3 Besonderheiten dort eingebaut. Aber da ist die Verpflichtung, dass die Länder untereinander anerkennen, was jemand in einem anderen Land gemacht hat. Von daher, glaube ich, gibt es dort keinerlei Schwierigkeit. Wenn man da sicher sein will, einfach ein kurzer Anruf bei diesem VZPM. Dort gibt es Personen, die auf diese Beratung spezialisiert sind. Die können einem das sofort beantworten. Aber wir erleben das tatsächlich, dass im Moment scheinbar ein Trend da ist, dass viele aus Deutschland, auch Österreich, in die Schweiz kommen und sagen, die Schweizer Zertifizierung erscheint ihnen sinnvoller und scheint auch vom Niveau her sehr angesehen zu sein. Somit freuen wir uns in der Schweiz, dass da viele zu uns kommen. Dann eine Frage, welche anderen PM-Zertifizierungen gibt es noch? Das wäre jetzt ein separater Digi-Stack. Okay, also die nächste Stunde ist gesichert. Nein, im Wesentlichen, wir kennen noch PMI als zweite große weltweite Organisation, Project Management Institute. Die sind bekannt geworden durch ein Zertifikat, das ist der PMP, Project Management Professional. Dieses Zertifikat ist, glaube ich, sehr attraktiv, gerade wenn man in den angelsächsischen Raum hineingeht, hat für mich ein sehr hohes Niveau. Man sagt etwa so zwischen Level C und Level B vergleichbar. Jedoch ist das ein reiner Multiple-Choice-Test, eine sehr anspruchsvolle Prüfung und damit aber wenig Zertifizierung von Erfahrung. Das heißt, das ist wirklich eher eine reine Wissenszertifizierung. Also bösartig gesagt, man muss die Kreuzchen an der richtigen Stelle machen und dann kriegt man das Zertifikat. Das ist nicht einfach, aber es ist keinerlei Erfahrungszertifizierung. Das ist PMI. Wir kennen dann noch PRINZ 2 aus England kommend, dort aus dem öffentlichen Bereich. Die haben weltweit die meisten Zertifikate ausgegeben. Das sind etwa 1,2 Millionen Menschen zertifiziert, besonders stark im asiatischen Raum. Auch da gute Möglichkeiten, mit Kursbesuchen das Know-how zu erlangen dazu, auch dann das Zertifikat daraufhin zu machen. Auch das aber eine Zertifizierung mit dem Schwerpunkt auf das Wissen und weniger auf Erfahrung. In der Schweiz, hochgradig noch interessant, Hermes, die Methode vom Bund, ursprünglich nur IT-Projekte, jetzt für alle Projekte geeignet, halte ich in der Schweiz für sehr, sehr sinnvoll. Gerade im öffentlichen Bereich ist das zwingende Voraussetzung. Der Nachteil, wenn man damit ins Ausland geht, dann ist das eher unbekannt. In Deutschland werde ich oft gefragt, Hermes, ist das nicht ein Paketlieferdienst? Das heißt, da muss man dann erst erklären, was dieser Schein eigentlich bedeutet. Aber vom Niveau her, vom Anspruch her, ausgesprochen interessant. Tolle Methode, tolle Templates, Tools, die einem kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Kann ich nur empfehlen. Hermes ist was sehr Schönes.
Wird gerade ab 1. April die aktuelle Version 2022, da sieht man, wie lange sie entwickelt haben, gelauncht. Also von daher wirklich was Aktuelles, auch mit agilen Ansatz inzwischen. Dann haben wir eine sehr praktische Frage, Martin. Hallo Martin, wie lange darf ein gutes, erfolgreiches Projekt maximal dauern? Tja, was soll ich jetzt sagen? Also man könnte überlegen, was heißt erfolgreich? Ich erlebe Projekte, ich habe viel hier in der Schweiz, auch in England, in der Nuklearbranche gearbeitet. Wenn man zum Beispiel schaut, Kernkraftwerk Mühleberg, wir haben dort 2011 begonnen mit diesem Projekt. Das ist im Moment terminiert auf Mitte 2030 ist das Projekt abgeschlossen. Also würde ich sagen, das sind, sagen wir mal, gut 20 Jahre Projektlaufzeit. Ich gehe davon aus, dass das erfolgreich abgeschlossen wird. Das heißt, man wird irgendwann eine grüne Wiese haben, auf der Kinder spielen können. Von daher wäre das erfolgreich abgeschlossen. Ich denke nicht, dass das ein typisches langes Projekt ist. Das ist außergewöhnlich lang. Wir haben sicherlich auch Erfahrung gemacht mit Berliner Flughafen, der vielleicht ein bisschen länger gebraucht hat, bis er live gegangen ist. Das war nicht ganz so erfolgreich. Ich würde tatsächlich nicht eine Obergrenze definieren wollen. Ich glaube, das ist kein Merkmal von Projekt. Es bleibt immer noch eine einmalige Aufgabenstellung, neuartig, komplex, begrenzte Ressourcen, klare Zielsetzung, definierte Risiken. Von daher, ich habe keine Obergrenze für erfolgreiche Projekte. Eher eine Überlegung, strukturiere ich mehrere Projekte in ein Programm und manage ich ein Programm und kann das wiederum aus unterschiedlichen Themen dann bestehen. Also für mich keine Obergrenze. Die Frage zufriedenstellend beantwortet oder hat der Marcel an der Stelle noch? Ja, ja, okay. Ja, gut. Scheint okay zu sein. Sehr schön. Sonst noch Fragen? Gut, wir sagen immer so, eine Dreiviertelstunde ist eine gute Zeit. Wenn es länger geht, ist es auch gut. Ich würde zum Abschluss noch mal meinen Bildschirm einblenden wollen. Hier waren wir bereits. Martin hatte seine Bühne. Mir ist dieser Slide deswegen so wichtig, weil das eben tatsächlich noch mal kam mit den weiterführenden Kursen beziehungsweise den weiteren Projektmanagement-Zertifizierungen. Diese Slides werden im Nachgang verteilt. Ihr habt die Links zu den zwei Hauptkursen, um die es sich in diesem DigiSnack drehte, Projektmanagement IPMA Level D und Agile Leadership, aber auch einen Link zu dem kompletten Projektmanagement-Portfolio bei Digicom. Man kann sich da mal schlau machen. Es gibt da auch Übersichten, dass man so ein bisschen sich selber einordnen kann, was ist für mich das Richtige. Und ansonsten einfach den Hörer in die Hand nehmen und bei Digicom anrufen an der Stelle. Wer noch ein paar Digisnacks konsumieren möchte, hier ein Ausblick in die Zukunft. Wir gehen in Security-Bereich. Übernächste Woche Montag haben wir das angesprochene Hermes 2022, Service Management und das Thema Datenschutz kommen. Also von daher einiges los. Mit jeweils recht top aktuellen Themen, wenn man Hermes und Datenschutz anschaut. Ansonsten gilt was, was immer gilt. Wer kommentieren, loben, tadeln, empfehlen möchte, kann das mit Hashtag Digicom auf den sozialen Medien. Und gerne Wünsche, Anregungen, Feedback, Fragen an info@digicom.ch. Und damit wären wir an dieser Stelle heute fertig. Ich sage herzlichen Dank, Martin, für deine Zeit, für die erklärenden Worte. Und ich hoffe, alle hatten ja das ein oder andere Erlebnis, wissen, an welchen Kompetenzen sie arbeiten sollten und welche Zertifizierung für sie das Richtige ist. Schönen Nachmittag noch und bis bald schon wieder. Tschüss. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Viel Spaß damit.